Non-Crit. Läuft. Ja, macht schon Spaß. In meinen Zahlen bemerke ich das schon gar nicht mehr. Kite? Ja. Fokus Tag. Guck mal, vergessen. Deine Mama ist vorbeigekommen. Ich gucke jetzt keinen Link von dir. Cell, nein, der Boden versaust nicht, ne? Versaust okay. Nicht, Cell. Noch hast du bei uns Sympathiepunkte. Ja, Bullshit. Wir sind voll. Ja, setz mich durch Vene. So wie die anderen. Glaub ich schon. Frag dich mal wieso. Was? Sagst du also, wir klonen Vene, dass er deine beiden raidest? Ich bin doch der netteste Mensch in dieser Gilde. Und doppelt so viele Haare. Wenn du der einzige Mensch in dieser Gilde wärst. Kann ich meine eigenen los. Haare flechten? Was? Bin ich jetzt vorgelaufen? Sorry. Vene, wir können da einen Tampon aus deinen Haaren machen. Yes. Mehr Geld. Ja, er ist aber gleich hier tot. Erstes Todesurteil. Überhaupt mal eins. Ja. Ich glaube daran, dass wir kein DPS auf sie machen. Das ist was, dieses DPS. Was passiert eigentlich, wenn wir die kleinen Ads leben lassen und sie gar nicht in die nächste Phase? Oder kommt sie so oder so in die Phase? Ob die Prozentzahl machen die Phasen, die Ads bleiben einfach stehen. Ach so. Schade. Du könntest ja Hardmode machen und die dicke Schlange nicht töten. Vielleicht Todesurteil. Ventania Hardmode. Mittlerweile schon, ja. Ich muss sagen, mich hat das echt verwirrt. Ich find's einfach nur lächerlich, wie lange man an diesem Scheiß gesessen ist und jetzt ist der einfach nur tot. Ja, aber tot. Wie gesagt, wenn du das Movement nicht drauf hast, wirst du hier auch mit ja, 30er Waffen sterben. Twister bleibt ein One-Shot. Ja. In der Wand landen bleibt ein One-Shot. Ich finde trotzdem Leviathan noch leichter. Hat Leviathan jetzt eigentlich auch den Buff? Nein. Nein. Das wäre extrem lächerlich. Das ist ja gerade das ist neuer Content. Hätte Urteil. Leviathan ist sowieso der einfachste von den ganzen Extremes. Nee, für dich nicht. Okay, ich habe ihn jetzt ja, erst Bruder ein einziges Mal. Garuda ist einfacher. Ich finde bei Garuda kann mehr schief gehen, ehrlich gesagt. Nee, dass eben eine Bade oder so einfach mal einen Pfeil auf die Feder macht oder solche Späße. Oder die Kizuna? Braucht auch 1 ja. Und 4 fällt durch oder ich? Und dann auch Käse. Ja, oder wie Alki-Alex, 15 Ab, Mal. Oh. Da hätte ich mir auch eine Idee oder eine Frage, nachdem wir Trintania gekillt haben. Erinnert mich mal an Leviathan und das Stun-Ad. Okay. Mitte? Hallo. Juri war gerade so am Wirbel, ich dachte, wäre jetzt Monk hier. War es gerade so am Wirbel gewesen? Er könnte jetzt zwischenzeitlich seinen Fäuste ausbrechen und dann wieder die Axt. Ich kann dir dann sagen, wie ich zum Beispiel mein Leviathan stunne. Hinten? Nee, es geht nicht ums Stunnen allgemein. Ich verwechsel jetzt immer Atlas mit Vene, wenn ich einfach nur kurz rüber gucke. Todesurteil. Mitte. Todesurteil. Weil beide die gleichen Hüte aufhaben. Vene, blende mal deinen Hut aus. Oh. Jetzt. Unnötig. Unnötig. Vene hinten. Hinten. Vene hinten. Jo. Also theoretisch könnte jetzt. Mit dem Damage auf, wir nehmen noch eine Komplett. Eine Komplett noch haben. Guck mal, ein bisschen langsam. Mitte, Todesurteil. Uiuiui. Bin drin. Oh, nicht, Atlas. Zu spät. Mach Damage. Du hast gleich Laufphase. Gleich. Bitte. Name Garuda. Einmal auf die Fresse. Ui, was ist das denn? Ja, ich erkenne das Problem. Man wird nachlässig. Nee, ich war eigentlich gewundert.
Vielleicht warst du zu früh oben. Sehen. Ich könnte ein bisschen eher kommen. Ich habe ein bisschen später gedrückt. Ja, laufen? Ich gehe rüber. Ich bin Mode an. Link Ground läuft. Wir gehen mal aus dem Euro Link raus. Oh. Jetzt. ...1600er Feiger. Nein. Das fest ist? Hast du ein Dingenstrank und... Nee, bereit? Ohne. Ich hab jetzt erst wütende Attacke und Ding gezündet. Dann hau mal ein Flair nachher rein. 1-4 Aderlass, kommt gar nicht hin. 1-4 Aderlass. Okay, wie lange haben wir noch? Ja, über 10 Sekunden. Jetzt sind's noch 10 Sekunden. Lächerlich. Steht mal ein bisschen außen, der Bauchklatscher könnte relativ innen kommen. Ach, jetzt hatte ich vergessen, den zu machen. Egal. Wird auch kommen. Fister. Fister. Todesurteil. Mach Eros auf. Wer ist da? Dann. Auf mir. Dann. Weg, gleich Twister. Twister. Macht sich Nils nebenbei Wasser nebenan, oder? Ja. Doof. Das klingt so. Geht's warum auf, Nils? Todesurteil. Ed gleich. Dann derzeit mal Twister. Ed ist da. Ed. Dann. Ich hab. Twister. Twister. Dann. Todeshotel. Twister. Gleich. Ed ist da. Dann. Dann. Twister. Cool auf mir. Glaube ich auch. Assistent. Das liegt wohl an der Frisur. Todesurteil. Oh.
Bene spielt in Wirklichkeit zwei Lala-Fälle in einem Trenchcoat. Perfekt. Dragon Ball-mäßig. Wenn nicht sogar drei bei der Größe. Halt die Fresse. Können wir sie einmal noch kurz zu Ende? Gott. Noch 35 Sekunden, das ist das Buffy-Pack. Na dann mach mal ein Limit-Break jetzt hier. Todesurteil gleich. Todesurteil. Mach gleich ihn jetzt. Tank. Der war auch gleich Limit-Break, ey. Mach gleich Tank-Limit-Break. Ja, mach mal jetzt hier. Do it. Ich weiß nicht. Ich den Hubi. Ich weiß nicht. Welcher Limit Break war denn das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ja. Tja. Sollte jemand aufmachen, der keine Monk-Waffen zieht? Oh, so das Ne. Endlich mal. GZ-Juri. Oh, diese Beine kommen mir nicht bekannt vor. GZ-Juri. So, ja, haben wir ja schon ein bisschen was Nützliches abgelöscht. Mhm. Haben wir das Gröbste bei Quintania jetzt geholt, oder nicht? Mm. Der Tankcamp fällt noch. Die Tank Axt für Schorsch, der Stab für Schorsch, der Arm Naja, das ist Twink. Das ist ja alles Twink-Zeug.